Gut, dann will ich an dieser Stelle nochmal alle Teilnehmer hier herzlich begrüßen. Der Strom reißt nicht ab. Der Raum wird immer voller und auch zugegebenermaßen bei diesem Wetter durchaus begrüßenswert, dass Sie alle hier am Start sind und mit uns gemeinsam die Non-Farm-Payrolls hier ein Stück weit auswerten, bewerten und natürlich dann auch die Bewegung des Marktes ein Stück weit einfangen wollen. Jens, mein heutiger Gast, Jens Klatt, ich freue mich, Ihnen auf jeden Fall, den Jens auch hier bei uns in den JFD-Reihen als Analysten sozusagen mit darbieten zu können. Es ist mir auf jeden Fall eine große Ehre, dass wir das hier zusammen heute und auch, wer weiß, was zukünftig noch kommt, zusammen hier bewerkstelligen werden. In jedem Fall ein Riesengewinn und ein Rieseninput, sowohl von technischer als auch fundamentaler Seite, freue ich mich auf jeden Fall, dass wir Ihnen da heute hier einen ganz, ganz, ganz großen Mehrwert liefern können. Neben dem natürlich, dass wir hier bei JFD Brokers genau das transportieren, was ja unser aller Anliegen ist, also hier die absolute Fairness, die absolute Transparenz, und dafür stehen wir ja als JFD Brokers eben auch mit unserem Namen, und das ist genau das, was wir eben auch weiter transportieren wollen. Und mit solchen Events ist es natürlich genau so, dass wir da auch am richtigen Puls der Zeit sind, denn ich meine, Jens, du hast es heute Morgen auch erwähnt, Stichwort Spikes, Spread-Ausdehnungen und dergleichen. Das ist sicherlich immer wieder ein heißes Thema und genau an diesem Punkt ist es auch tatsächlich so, dass wir im diversen Vergleich, den wir ja auch durchführen intern, immer wieder da feststellen müssen, dass wer denn hier reale Core-Spreads, also praktisch reale Interbankenpreise durchroutet, auch hier mit den engsten Spreads daherkommt und eben nicht hier Fantasieausschläge in Sachen Bid und Ask im Bereich von 20, 30 Pips plötzlich auseinanderreißt. All das, Jens, das kennen wir sicherlich, aber ich will erst mal kurz das Wort an dich übergeben, bevor wir jetzt gleich ins Detail gehen. Freue mich, wie gesagt, dass du da bist und herzlich willkommen hier im Club bei JFD. Ja, vielen Dank für diese wirklich sehr charmante Einleitung, lieber Chris. Ich freue mich auch dabei zu sein. Also ich war ja 3 Monate lang mehr oder minder off, ja, um das mal so zu formulieren, und habe zwischenzeitlich halt mein eigenes Unternehmen gegründet und also es sind ja schon vorher Gespräche gewesen, das ist jetzt auch keine große Überraschung oder kein Geheimnis. Ich habe mich halt gefragt, wofür willst du stehen mit deinem Unternehmen? Und da war halt Transparenz, Integrität, das waren so die zwei Kernaspekte. Dann war im Grunde genommen, also dass sich da die Wege kreuzen, das war einfach eigentlich nur eine Frage der Zeit. Eigentlich haben sie sich auch schon vorher gekreuzt gehabt. Und umso toller eigentlich, dass das dann auch alles so reibungslos, was wir zusammengefunden haben. Und wenn man überlegt, dass ich am Montag ja erst gestartet bin mit dieser kleinen Unternehmung meinerseits, umso besser eigentlich, dass wir heute schon die NFPs live abdecken. Im letzten Monat, da habe ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich war so ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil der Datensatz, der war ja wirklich mal so schlecht, wir haben vorher nicht besonders viel Action gehabt, auch im Euro-US-Dollar. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann da irgendwo mal von rechts oder links irgendwas reinkommt, und dass es dann aber die NFPs sind und dass die in dieser aktuell sowieso sehr fragilen Situation dann so enttäuschen mit 38.000 neu geschaffenen Stellen für Mai, das hat dann auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen wehgetan. So, du guckst so da drauf, du siehst diese monstermäßige Action im Euro-US-Dollar, diese Riesenbewegung, die dann auf den Weg gebracht worden ist. Wir sind, glaube ich, an dem Tag über 200 Pips gelaufen, wenn ich mich da recht entsinne, bis 1,14 hochgelaufen. Die Hochs haben wir bis heute auch nie wieder rausgenommen. Ja, und deswegen umso besser, heute dabei zu sein, besonders jetzt auch nach dem Brexit halt, also nach dem Austritt Großbritanniens oder zumindest der Abstimmung, die in diese Richtung geht. Da wird es natürlich jetzt nochmal spannend, weil man ja weiß, die Fed und so weiter, die ist da so ein bisschen hinterher, dass sich die Situation am Arbeitsmarkt weiter positiv darstellt. Und wenn jetzt diese Daten aus dem letzten Monat bestätigt werden und eventuell nochmal so schlecht reinkommen, ich glaube, dann wird es für den US-Dollar auf breiter Front ziemlich dunkel und auch gegenüber, naja, vor allem gegenüber dem Euro, da bin ich noch nicht so sicher, mal gucken, weil der ist natürlich auch so ein bisschen negativ jetzt zu betrachten vor dem Hintergrund Brexit und so weiter, aber zumindest mal kurzfristig, glaube ich, ist da durchaus ein bisschen Aufwertungspotenzial vorhanden. Ja, sehe ich ähnlich. Muss ich dir alles sagen, Jens, ohnehin ja eigentlich, auch weil ich bei den Indizes noch nicht glaube, dass die ihr Tief gesehen haben, und gerade wegen der Korrelationsgeschichte bin ich eigentlich persönlich auch der Meinung, dass der Euro ruhig mal nach oben gehen könnte, also der Ausbruch über 1,1450, 1,15, wenn das denn mal gelingen sollte, wobei wir haben vorher schon noch ein paar Hürden zu nehmen, aber unter dem Big Picture ist das auf jeden Fall eine riesig spannende Situation, die wir da vor uns haben. Letztlich, ganz kurz, ich würde den Bildschirm dann an dich übergeben, weil in rund 10 Minuten geht es los. Ich glaube, du hast auch noch ein paar Slides vorbereitet in Sachen eben Fundamentals, wo man sagen kann, wo waren die letzten Daten, wie sind die Erwartungen, was können mögliche Reaktionen sein. Deswegen würde ich sagen, würde ich auf jeden Fall hier dann den Bildschirm gleich an dich geben. Was wir hier kurz sehen, liebe Zuschauer, ist praktisch meine Währungsbeobachtungs-
Also ich habe mehrere MetaTrader laufen. Das ist einer, wo ich praktisch die Währungsstärken mal bemesse, um Ihnen mal kurz das zu erklären. Hier oben haben wir, also in dem größeren, breiteren Slide, im Prinzip den 4-Stunden-Chart und wir sehen die Währungsströme der großen 8 Währungen. Und das sind die Währungen, um die es sich letztlich auf unserem Globus dreht. Und links daneben sehen Sie die 28 gecrossen Pairs dazu. Das sind die Major Pairs in US-Dollar gehandelt und alle anderen Cross-Rates, die praktisch immer wieder im Kontext dessen der Mix aus den 8 Währungen ergeben. Und was wir hier sehr schön sehen, ist praktisch heute eine generelle Schweizer Franken Schwäche, die sich hier schon über den ganzen Tag nach unten fortsetzt. Auch eine gewisse Dollar-Schwäche, die ich jetzt hier aber mehr oder weniger zum Mittag hin wieder ein Stück weit stabilisiert. Das britische Pfund heute mal überraschend stark. Wie gesagt, zu den Non-Farm-Payrolls werden die Karten teilweise komplett neu gemischt und ich sagte auch, oder meine auch, du hast schon gesagt, Jens, und das ist auch tatsächlich so, dass Profis sich in der Regel erstmal zurückhalten, wie die News denn aufgenommen werden, wenn der Ball hier hin und her schnippt. Also da muss man sich hier nicht unbedingt auf den Münzwurf verlassen und wild in eine Richtung spekulieren, gerade weil eben Slippage und Spikes auch natürlich ganz normal sind in Unsicherheitsphasen. Wir wollen mal sehen, wie das heute ausgeht. Ich würde auf jeden Fall jetzt erstmal den Bildschirm an dich übergeben, Jens, damit du die nächsten Minuten noch nutzen kannst, um hier ein Stück weit Einblick zu geben in die Non-Farms. Und dann schauen wir einfach mal in Kürze, was denn kommt. Bist du am Bloomberg irgendwie dran, dass du, sag ich mal, unmittelbar nach 14:30 zu den Screen sozusagen oder die Daten reinbekommst? Ich habe was Besseres gefunden. Yeah. Also ist, das Bessere ist tatsächlich Twitter. Das ja, ohne Frage. Also ohne das Frage. Ist unfassbar, wie schnell das ist. Also das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe das eine lange Zeit nicht glauben wollen, aber es ist in der Tat so. Twitter ist manchmal 10-mal schneller als Bloomberg. Das ist unglaublich. Deswegen, also ich habe das hier parallel auf jeden Fall laufen. Ich denke, was immer ganz wichtig ist, ist vorher, dass wir hier so einen kleinen Risikohinweis auf jeden Fall mal so reinblenden. Yeah, so für allejenigen welchen, was du gerade schon gesagt hast, risikobehaftet. Ich habe die wildesten Präsentationen schon auch von angeblichen professionellen Tradern gesehen, wo ich mir dachte, im Ernst, also da wurden dann irgendwelche sogenannten Straddle-Positionen aufgebaut, also dann heißt es, ich gehe long, wenn der Markt über dieses Niveau geht und short unter dieses Niveau und am Ende haben sie sich dann gewundert, wieso sie jetzt plötzlich einmal long und einmal short sind im Markt, weil der Spread dann tatsächlich bei dem Broker, wo sie waren, so weit aufgegangen ist, dass die einmal unten und oben eingestoppt worden sind, nur um dann auf zwei Verlustpositionen zu setzen, als der Spread wieder zusammengegangen ist. Und deswegen glaube ich, ist das gar nicht so schlecht, wenn man dann nochmal hinweist, dass das erstens mit Risiken behaftet ist und zweitens, dass es vielleicht nicht die schlechteste Idee ist, uns gerade jetzt zu lauschen. Und sich hier von uns in die Welt reinziehen zu lassen und wir hoffen, dass wir den Spannungsbogen hochhalten können und selber dann vielleicht sich so im Trading ein bisschen zurückzuhalten. Ja. Ich hatte heute Morgen, glaube ich, im Morning Meeting auch gesagt, was einfach was man ja berücksichtigen kann. Am JFD hat letzte Woche die Daten gehabt auf der Webseite, die da ja angezeigt werden, direkt auf der Hauptseite. Der Durchschnittsspread, der lag bei 0,24 Pips. Also jetzt sagen wir mal ein bisschen gröber gefasst, irgendwo zwischen 0,2 und 0,3. Das sollte, glaube ich, auch dann so der Bereich sein, wo man mindestens wieder eine Minute gehandelt hat nach der Veröffentlichung der Daten, bevor man sich wieder im Markt tummeln sollte. Und da gibt es auch schöne Tools, also dieses Trade Terminal zum Beispiel. Ich will mal kurz gucken, ich habe das, glaube ich, sogar hier parallel offen. Hol es ruhig mal auf den Schirm, auf jeden Fall. Und den Risikohinweis, Jens, den kannst du in jedem Fall mal reinrouten. Also du hast ja die Slides dazu, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Man muss sich natürlich hier absichern, der ein oder andere denkt eben, das ist hier so ein bisschen Casino. Und was die Jungs sagen, machen wir jetzt einfach mal. So darf es natürlich nicht sein. Das sind reine Informationen, die wir hier rüberbringen und eben eine Marktkommentierung praktisch, ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Und dann, das ist halt hier, da unten sieht man die Spreads, also wir fokussieren uns, glaube ich, mal am besten auf den Euro-US-Dollar. Wir sehen auch jetzt schon eigentlich, dass da so ein bisschen Bewegung drin ist. Also dass der gerade eben schon auf 0,5. Ach so? Ich sehe noch Twitter. Mal mein Bildschirm nicht. Nee, Twitter ist noch zu sehen. Oh, Augenblick, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Damit ist dann, wo kann ich denn hier den Bildschirm umändern? Ich könnte dir nochmal das Bild zurückholen, also mich zum, also praktisch mich wieder benennen und wenn ich dich dann wieder benenne, dann kannst du die Auswahl festlegen, dann kannst du, glaube ich, den anderen Bildschirm wählen. Ah, okay, dann machen wir das mal ganz kurz so. Ein leichtes, ich gebe es gleich zurück an dich und dann suchst du einfach den anderen Bildschirm aus oder du hättest es halt rübergezogen, je nachdem, wie du das machen willst. Übrigens jetzt viele Grüße auch hier aus dem Chat von vielerlei Leuten, die dich noch von früheren Zeiten kennen. Freuen sich auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Lese ich nicht nur einmal hier im Chat, also insofern wunderbar. So, okay, wir machen es anders. Das dauert zu lange. Wir haben keine Zeit dafür. ich ziehe das jetzt hier rüber, kurzen Augenblick.
So, dann machen wir das über diesen Bildschirm. Jetzt müsste man das sehen. Kann man das erkennen? Yes. Den anderen ziehe ich mal hier rüber. Ja, da sind sie. Also hier unten sind, wie gesagt, die Spreads. Und da ist es eben so, ich hole dann gleich auch nochmal den Risikohinweis, damit man auch offiziell sieht. Also da ist dann halt hier jetzt bereits, dass man sieht, da ist der Spread gerade schon mal auf 0,5, 0,6 Pips aufgegangen. Der Durchschnitt, wie gesagt, der liegt bei JFD so Pi mal Daumen ja in dem Bereich um 0,3 Pips, also 0,24 war es in der letzten. Und das ist schon so ein erstes Indiz eigentlich dafür, dass jetzt schon 5 Minuten vor der Veröffentlichung so die Liquidität sich zurückzieht. Was man auch schön sehen kann übrigens, ist, dass der Euro jetzt nach oben trendet. Richtig. Also trendet, also ganz vorsichtig. Das ist so, jetzt, ich hole mal kurz hier den Chart drauf. So, das ist so ein Indiz dafür, im Grunde genommen im DAX passiert das eigentlich auch schon, kann man hier sehen, der hat jetzt mal die Vortageshoch, oder also Vortageshochs lagen hier, hier lagen die Hochs von Mittwoch rausgeholt, also in einer ziemlich bullischen Action heute früh. Ich habe gerade eben schon die Frage mal so ganz vornehm gestellt, ist das vielleicht ein Stopfishing vorher, weil was man sehr häufig sehen kann ist, dass vor der Veröffentlichung eines solch wichtigen Datensatzes der Markt halt in den Bereich läuft, wo er bestimmtes Material aufladen kann, also das bedeutet zum Beispiel, dass man den Markt dann hochzieht, hier die Stops rausnimmt und die Marktteilnehmer, die verkaufen wollen, die brauchen ja auch jemanden, die kaufen. Das ist ja immer sowas, was viele beim Börsenhandel vergessen, dass das ein Nullsummspiel ist. Und in diesem Zusammenhang ist es so, wir können davon ausgehen, dass sie halt viele Stops gelegen haben im Bereich dieser Hochs. Also von denjenigen vor allem, die short positioniert waren, plus dann kommen noch die dazu, die vielleicht über diese Hochs dann long gehen, also auch kaufen. Und dass dann so der ein oder andere Institutionelle vielleicht doch sich schon mal antizipatorisch hier positioniert, jetzt auch gar nicht mal spekulativ, sondern vielleicht, weil er Liquiditätsanbieter selbst ist und einfach gesetzt dem Fall, dass der Datensatz dann auf eine bestimmte Art und Weise reinkommt, zum Beispiel für weitere dann bärische Action, in der Lage ist, eben hier dann auch zu verkaufen, also beziehungsweise dann das Material abzunehmen von denen, die verkaufen wollen. Und dann dort eben nicht ins offene Messer mehr oder minder greift. Und was Ähnliches sehen wir halt hier auch gerade im Euro. Also, beziehungsweise, naja, das habe ich jetzt schon fast vermutet. Also deswegen, das sah gerade zu viel aus, weil der Markt heute wirklich so eine ganz enge Handelsspanne hatte. Dass er halt, ich dachte jetzt, dass wir hier schon wirklich signifikant Tageshochs rausnehmen, aber die lagen ja heute ein bisschen weiter oben. Also hier ist das tatsächlich noch relativ ruhig vor diesem Hintergrund. Und muss man ganz klar sagen, dass das Bild im DAX auf jeden Fall ein bisschen spektakulärer. Was ich auch feststellen muss, Jens, genau, das hast du ja exakt mit der Range da eingefangen. Also Euro-US-Dollar ist gerade heute bislang 33 Pips gelaufen. Das ist ja letztlich gar nichts. Und da ist natürlich eine Bewegung von 5, 6, 7, 8 Pips, also fast 30% der überhaupt tatsächlichen Handelsspanne. Natürlich dann enorm, aber relativ gesehen Euro-US-Dollar im 14-Tages-Schnitt aktuell 117 Pips eigentlich unterwegs. Ich denke, das arbeitet er jetzt in Kürze ab. Jetzt haben wir noch 2 Minuten gleich, dann geht's los. Mal sehen, wohin es geht. Aber dir gehört das Wort, Jens. Okay, also meine Einschätzung, ich hole es mal ganz kurz hier drauf. Moment, ich brauche jetzt hier die Slide-Click. So, meine Einschätzung persönlich, wenn ich jetzt wetten müsste, ich würde sagen, heute der Datensatz enttäuscht. Ja, ich habe keine Position, aber ich würde jetzt wirklich wetten. Na, will er das nicht zeigen? Macht er das nicht groß? Schade, tut er nicht. Erkennt man es trotzdem? Dann lassen wir das so. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass der Datensatz auf jeden Fall eher enttäuschen dürfte. Und das wäre, besonders wenn er dann sehr stark negativ enttäuscht, das habe ich hier eingefangen mit dieser Slide, wäre eigentlich so, wenn wir irgendwo zwischen 100 bis 150.000 rauskommen. Also aktuelle Erwartung liegt so in der Mitte um die 180.000. Also wir haben eine relativ breite Konsensus-Range. Da sind wir zwischen 130 bis 230.000 Stellen. Die Mitte davon ist 180. Und wenn dieser Datensatz, also im Unterbereich der Range ausgegeben wird und auch hier diese Revision der Mai-Daten nicht so stark ist, könnte ich mir vorstellen, dass eben entsprechend dann hier auch ein bärischer US-Dollar-Verlauf stattfindet. Was ich ganz spannend jetzt finden würde, ist Folgendes, nämlich, ich hole mal jetzt hier wieder das Trade Terminal drauf, wir sind jetzt gerade hier auf 14.19 Uhr gelaufen und 29 gelaufen und das bedeutet im Umkehrschluss nichts anderes, als dass jetzt die Daten gleich veröffentlicht werden und das bedeutet im Umkehrschluss, sagen wir mal so, also wir sehen jetzt schon hier bereits, der Spread geht auf, Liquidität fließt raus und zwar auf breiter Front, ja, auf allen Währungspaaren hier, da sieht man auch dort Pip jetzt 1,5 Pip Spread, gehen die Daten rauf, ist der Datensatz nicht so gut, also Euro-US-Dollar aktuell bei 10,75, gehen wir über 1,11, dann würde ich sagen, Daten haben überzeugt, das wäre eine erste Indikation, die genauen Zahlen, die hole ich dann hier parallel und zeige auch, wo ich die hergeholt habe, geht es runter, dürften die NFPs überzeugt haben. Das heißt also starke US-Dollar, gucken wir mal, jetzt kommt der Datensatz, man sieht hier Spread maximal 2,2 Pips 3, jetzt sind wir mal kurz auf 7 gegangen,
Okay, Daten haben überzeugt. 10,30. Sehen wir hier. Ja. 10,30. Dollar-Yen ist über 101 gegangen. Euro-Britisch Pfund, sehr interessant. Sicherlich auch 85,20, denn jetzt können wir nämlich ziehen, wie hat sich der britische Pfund zum US-Dollar geschlagen? Da muss ich sagen, gar nicht mal so schlecht, würde ich mal sagen. So, jetzt gucke ich hier nochmal kurz schnell updaten. 287. Wahnsinn. 287 neu geschaffene Stellen. Wir waren bei 180.000 erwartet, ja, damit man das mal ungefähr sich so vorstellen kann. So, und da merkt man auch schon, wenn man jetzt auf Bloomberg zum Beispiel switcht, da hat man die Daten noch gar nicht, aber Twitter hat sie schon. Sehr gut, sehr gut. Ja, so, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier auf Twitter, zack, und dort klicken wir mal auf neue Tweets, da wird man das gleich schon sehen, da läuft alles voll, WUSA 287, Jamie McGeever, das ist ein Reuters-Journalist, ebenfalls 287, 175 erwartet. Ich hatte 180 gesagt, also das ist so die Mitte. Das ist allerdings viel interessanter. Jetzt schauen wir nämlich mal ganz kurz auf den Euro-US-Dollar. Der sieht zwar im Euro-US, also wir sehen hier im Euro-US-Dollar einen Break unter die 1,10, aber die Nachhaltigkeit dieser Bewegung, die muss der Euro-US-Dollar jetzt erstmal zeigen. Also die Kerze ist schon mal imposant, hast du gerade auch schon gesagt, Handelsspanne ist halt extrem eng und dann reicht so ein Datensatz eben aus. Aber jetzt ist es eben so, ist das wirklich eine nachhaltige Bewegung oder ist das nur ein kurzes Stopfischen und anschließend läuft der Markt nach oben? Also wir sind deutlich aus der Range rausgelaufen und zwar auf der Oberseite. Ich will dazu jetzt mal ganz kurz hier dieses Slide. Das ist dieses Szenario. Da sind wir gar nicht zu gekommen, das jetzt zu thematisieren. Ich habe es heute Morgen im Morning Meeting kurz gesagt. Die Daten werden besser als erwartet, zwischen 200.000 bis 250.000 veröffentlicht. Wir sind jetzt sogar bei 287.000 gelandet. Also deutlich besser als erwartet. Und nun ist allerdings was ganz Interessantes. Wir attackieren zwar die 1,10, aber, und jetzt kommt das, was ich gerade eben schon gesehen habe, wir sehen hier die Average Earnings bei plus 0,1% gegen 0,2 erwartet. Das bedeutet, dass die durchschnittlichen Stundenlöhne niedriger gestiegen sind als erwartet, was im Umkehrschluss jetzt schon Rückschlüsse darauf zulässt, wo die Qualität oder wie die Qualität dieser Daten einzuschätzen ist. Also es kann durchaus sein, dass das größtenteils nur Teilzeitjobs gewesen sind, die da wieder geschaffen worden sind. Und dann von einer konjunkturellen Erholung zu sprechen, ist sehr fragwürdig. Und das ist immer etwas, wo ich dann eben drauf schaue. Ich schaue jetzt mal gleich, ob wir auch schon einen Revisionsfaktor vielleicht irgendwo sehen. Aber ich gebe dir Twitter hat auch insbesondere beim Brexit-Event auch dem einen oder anderen Trader, der jetzt nicht unbedingt an die Hedgefonds angeschlossen war, immer einen sehr, sehr guten Dienst erwiesen. Wobei ich auch sagen muss, beim Yandaya bzw. Guidance News, wie sie es jetzt nennt, hat hier auch 30 Sekunden nach 14:30 hier direkt die Quoten reingeschossen. Ein jeder, der Guidance kennt, wird auch hier die Guidance News sicherlich kennen und das auf jeden Fall auch relativ nah dran an den Daten setzen, wie sie denn hier real rausgehen. Aber shoot. Employment Gains, hier steht es bei MarketWatch, das ist auch eine sehr, sehr gute Seite, die ich jedem empfehlen würde. Employment Gains for May and April meanwhile were little changed. Das bedeutet nichts anderes, als dass dieser schwache Datensatz aus dem Mai von 38.000 neu geschaffenen Stellen im Vormonat tatsächlich Bestätigung gefunden hat. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich bin noch nicht wirklich überzeugt. Das sage ich ganz ehrlich. Ich kann mir, und da sehen wir es auch schon. Richtig. Da kommt er wieder zurück. Die Daten sind nicht so gut, wie sie im ersten Mal ausschauen. Es ist auch so, dass Verizon irgendwie eine riesengroße Entlastungswelle gefahren hat. Auch das wurde gerade hier schon im weiteren Sinne erwähnt. 35.000 neu geschaffene Stellen, die von Verizon-Mitarbeitern, die zurück in die Arbeit gegangen sind nach einem langwierigen Streik war es. Es war keine Entlassungswelle, es war ein Streik, der hier gewesen ist. Also auch da müssen wir wahrscheinlich nochmal so 30.000 Stellen abziehen und schwuppsiwupps hast du plötzlich den Datensatz, der nicht mehr ganz so imposant ausschaut. Also zwischen den Zeilen zu lesen bei den NFPs, das macht durchaus Sinn. Jetzt schauen wir auf den DAX, was hat der gemacht? Ja, der DAX, da ist er. Da oben einen kurzen Spike, tatsächlich bullisch reagiert. Hat also den Trend, der sich hier über den Tag etabliert hat, fortgesetzt und wird jetzt entsprechend wieder abverkauft. Vieles ist da jetzt ja schon gelaufen seit heute früh, nachdem der Markt hier aus der Open Range auf der Oberseite rausgegangen ist. Das vieles eingepreist in diesen Datensatz. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss erstmal nichts weiter, als dass es mich jetzt wenig überraschen würde, wenn wir nicht ganz so einen starken Wochenschluss zu sehen bekommen, wenn wir vielleicht sogar zurück unter die 9500er Marke rutschen. Ich hole mal kurz hier das Trade Terminal rauf. Ja.
Klar. Wir sehen jetzt übrigens wieder, dass der Spread sich deutlich beginnt zu stabilisieren, aber immer noch relativ hoch ist. Also die Nervosität ist immer noch vorhanden, wir haben 14.35 Uhr. Wer jetzt also die Frage stellt, kann man jetzt wieder handeln? Ich würde die derzeit immer noch verneinen. Also ich würde immer noch sagen, es ist noch nicht ausreichend Liquidität im Markt, dass ich mich jetzt hier positionieren wollen würde. Ich würde wirklich warten, bis wir hier wieder im Bereich um die 0,2 bis 0,3 Pips uns bewegen und dann auch das konstant tun. Also wirklich, dass da Beruhigung wieder in den Markt ist. Und dann ließe sich sicherlich auch, mal schauen, vielleicht sogar ein Trading-Szenario zeichnen, was man ja intraday traden könnte, vorausgesetzt, man hat die Einschätzung, dass dieser Datensatz vielleicht doch nicht so, was heißt, oder vielleicht doch überzeugt hat. Ja, warum eigentlich nicht? Also was man machen könnte, wäre in meinen Augen Folgendes. Und zwar, dass man hier sich vielleicht anschaut, einen sogenannten Retest an die alten Tiefs, wo der Markt ja ganz offensichtlich eine Stabilisierung eine lange Zeit gefunden hat. Und dass man dann gegen diesen Bereich sich short positioniert und vielleicht zum Wochenschluss jetzt nicht unbedingt erwartet, dass der Markt da nochmal signifikant unter die 1,10 fällt. Denn wie gesagt, die Chance bei dem Datensatz gäbe es ja durchaus. Aber dass man zumindest nochmal einen Retest hier vielleicht spielt. Also so ein Szenario, das könnte dann so aussehen. Ich hole mal jetzt ganz kurz hier einen Editor rauf, ich das mal gerne mache. Dass man zum Beispiel im Euro-US-Dollar, und da sieht man übrigens auch, ich persönlich präferiere immer Trading-Szenarios eigentlich in liquiden Währungspaaren, der DAX oder liquiden Märkten. So, der DAX ist da derzeit so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen in meinen Augen. Also das ist alles sehr, ich sag mal, durchwachsen. Also Devisen ist da so eher meine Welt eigentlich. Wie sieht das also bei dir aus? Würdest du den Gedanken teilen, Chris? Also absolut, man muss, also wenn ich da ganz ehrlich bin, wenn man jetzt auch den Kasadax mal nimmt, den Xetradax, das ist ja die eine Geschichte, aber wenn man jetzt direkt von den Indizes ausgeht, und da reden wir ja speziell zum Beispiel über die Future-Märkte, da gibt es eigentlich nur den S&P 500, der wirklich so liquide ist, dass man da wirklich sagen kann, da wird wirklich richtig Geld bewegt, weil auch der DAX Future selbst läuft ja hier auch nicht mit 30, 40, 50 Kontrakten da pro Seite durch. Das ist auch manchmal 3, 4, 5, 6 mal 10. Also da gebe ich dir recht, der Forex-Markt ist hier der liquideste Markt und ich finde es so gut, dass du es ansprichst, denn der DAX ist das beliebteste Underlying und auch wie bei JFD werden da in Kürze was ganz, ganz Feines darstellen. Lass dich da mal überraschen, liebe Zuschauer, Ende Juli spätestens kommt hier eine Aktion, die wird Sie, wenn Sie DAX-Trader sind, auf jeden Fall von den Socken nehmen. Ich sage nur Core-Spreads, dann auch in Richtung DAX, nur so viel schon mal als Ankündigung, das wird auf jeden Fall ein Riesen-Highlight, damit werden wir auch dem einen oder anderen bisherigen DAX-Leader im Bereich der FX und CFD-Broker sicherlich mal ein Stück weiter entgegentreten können. Wir sind ja sozusagen immer noch der kleine, recht junge David und die ganzen Goliath-Player auf der anderen Seite haben hier natürlich dann gerade im Indexbereich relativ stark immer agiert. Wir sind hier im Forex Markt definitiv schon immer eine Riesenhausnummer gewesen. Wir wissen aber auch, dass wir im Indexbereich noch was machen können und genau das tun wir. Insofern, liebe DAX-Trader, wenn Sie da weiterhin den DAX traden wollen, werden Sie das bei uns in Kürze auch noch besser tun können. Neben den Minis, die wir ja jetzt haben, wird dann, wie gesagt, in Sachen Spread auch noch richtig was gehen. Aber dennoch, um auf die Frage zurückzukommen, der Forex-Markt ist sehr liquide und wir haben eben hier die Möglichkeit, 10, 12 Major Pairs unter die Lupe zu nehmen, wie Sie vorhin bei mir gesehen haben, die 28 Cross Rates komplett und dann hat man im Prinzip das ganze globale Währungsuniversum unter einer Haube und hat nicht nur ein Underlying, weil letztlich, Jens, das wirst du auch wissen, geht es nicht um das Lieblings-Trading-Vehikel, was ich habe oder das liebste Asset, sondern es geht um das stärkste Setup, was ich handeln kann, um letztlich erfolgreich im Markt zu sein. Und da sollte man eben neben einem Index oder zwei, drei Indizes vielleicht dann auch durchaus mal den Währungsmarkt anschauen, der hier vielerlei Möglichkeiten bietet. Und du zauberst uns hier gerade ein CRV von 2:1 im Sinne deiner Annahme der Möglichkeit, die sich hier ergeben könnte. Insofern ganz fein. Sag doch mal was dazu. Ja, eigentlich, ich sag mal, ich nenne das mal ein klassisches News-Trading-Setup. Also so würde ich News handeln oder so handle ich News, wenn ich sie handle, so sage ich das mal. Ich handle nicht in das Event selber rein und sage, ich wette drauf, dass der Datensatz so oder so rauskommt, denn da habe ich, wie wir es gerade gesehen haben, durch die sich ausweitenden An- und Verkaufsspannen, die ausweitenden Spreads, Spikes etc. pp. Das Risiko, dass ich einfach aus dem Setup oder aus dem Trade schon rausgenommen werde, bevor der überhaupt sich in die eine oder andere Richtung entwickeln kann. Ich warte einfach den ersten Impuls ab, schaue mir das Reading an, hat das jetzt in irgendeiner Form einen sogenannten game-changenden Charakter oder dergleichen, das hat es in meinen Augen nicht, der Datensatz als solcher sicherlich nicht schlecht, 285.000, 287.000 neu geschaffene Stellen, wie gesagt, aber zwischen den Zeilen steht da nicht so viel Positives. Das bedeutet also, nichtsdestotrotz, das Abwärtsmomentum ist gegeben, das ist dann so dieser Klassiker, ich nenne jetzt mal Trade What You See, dieses Trade What You See ist
Impuls auf der Unterseite. Und was ich jetzt einfach schlichtweg mache, ist, ich warte einfach nochmal einen Rücksetzer an das alte Tief ab. Also das Vortief dieser Veröffentlichung als klassischen Short Trigger, als Widerstandsniveau. Das finde ich im Bereich hier um 10,62 ist es, also das ist dieser Bereich. Den Stop setze ich dann über diese Hochs des Tages dann, oder wer es ein bisschen aggressiver möchte, da kann er noch ein bisschen das Risiko reduzieren. Ich denke, auch das ist legitim, den hier auf 10,84 zu setzen. Das wären dann nochmal 7 Pips weniger. Und als Ziel gebe ich dann einfach hier diesen Bereich aus um die Tiefs, die wir jetzt hier markiert haben. Das wäre dann tatsächlich so die 1,10,000, also ganz klassisch. Und wenn wir jetzt tatsächlich sogar schauen, dann werden wir auch sehen, das ist ein Bereich, der sowieso hier, ja, jetzt ein bisschen mit überspritzen, also das ist tatsächlich die 1,1020er Region, und die 1,10 habe ich damals schon mit reingenommen, einfach weil das aus psychologischer Sicht ein sehr wichtiger Bereich einfach ist und etwas, was von den Marktteilnehmern einfach gerne wahrgenommen wird. Das hat auch mit dem Terminmarkt zu tun und Optionsleveln zum Beispiel, dass diese Level respektiert werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir oberhalb dieses Levels aus der Woche gehen oder das vielleicht dennoch mal kurz antesten, vielleicht nochmal antippen während des US-Handels dann, der ja um 15.30 Uhr einsetzt. Ja, und so ergibt sich eigentlich dieses Setup. Also das ist eigentlich relativ klassisch markttechnisch, News-Trading-technisch formuliert. Und auch, ehrlich gesagt, schön im Vergleich, du sagtest gerade, das stärkste Setup, auch schön im Vergleich zu dem, was der DAX zum Beispiel bietet. Die Frage, die du mich hier stellen kannst, ist natürlich jetzt folgende. Natürlich könnte man auch den DAX aus dieser Perspektive traden. Man könnte jetzt auch hier sagen, ich darf den noch ein bisschen zurück, man könnte natürlich auch sagen, ich handle hier den Rücksetzer an die alten Hochs und würde mich dann versuchen, hier eben entsprechend long zu positionieren. Jetzt ist nur das folgende Problem, wir sind einfach heute schon extrem weit gelaufen. Punkt 1, also wir kommen ja von hier unten aus der Region um 9370 ungefähr ist es, sind da jetzt schon über 200 Punkte gelaufen. Das bedeutet also, so ein Rücksetzer, legitim rein technisch betrachtet, kannst du den Long handeln. Aber die Frage, die sich logischerweise stellt, ist, wie viel Optimismus ist jetzt noch drin zum Ende der Woche, dass wir auch wirklich hier eine Aufhellung zu sehen bekommen. Vor dem Hintergrund all der Unsicherheitsfaktoren, die wir auf breiter Front haben. Haben wir den Brexit und das, ja, ich möchte mal sagen, dieses kontinuierlich schwelende, eigentlich weiß keiner so richtig, was jetzt damit anzufangen ist. Ich bin ja weiterhin der festen Überzeugung, dass es nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, aber nichtsdestotrotz ist genügend Unsicherheit drin, um eben den Markt zu verunsichern. Ganz zu schweigen von der fragilen Situation im Bankenmarkt oder Bankensektor im europäischen, ganz besonders Italien unter der Woche ein Thema gewesen. So, und dann stellst du dir schon logischerweise die Frage, will sich da wirklich vor diesem Wochenende jetzt mit zwei Handelstagen vor dem Risiko, also Over-Weekend-Gaps, so nenne ich die jetzt einfach mal, starken Sprüngen nach dem Wochenende zum Schlusskurs, willst du dich da wirklich aggressiv long positionieren? Und da muss ich sagen, gefällt mir einfach dann schlichtweg dieses Szenario hier für den Euro-US-Dollar viel besser. Also das sagt mir einfach mehr zu. Und ich könnte mir auch, wie gesagt, vorstellen, dass das eben auch tatsächlich dann heute noch bis zum Handelstag läuft. Also geschweige denn, beziehungsweise erstmal vorausgesetzt so, dass überhaupt der Trigger hier gefunden wird. Also wenn er nicht gefunden wird, dann gibt es auch keinen Trade. Wenn wir jetzt gleich durchgereicht werden, nächstes Ziel liegt um 1,09, dann wäre es schade, dass wir den Trigger nicht gekriegt haben, aber so wäre es dann halt so, sage ich mal. Ja, da bist du auch vernünftig genug, eben so einem Trade dann nicht hinterherzulaufen. Das ist ja auch genau das Richtige, was du sagst. Ich meine, entweder gehst du in die News rein, das gleicht immer ein Stück weit dem Glücksspiel, weil wie gesagt, genauso wie das Ding in erster Linie jetzt nach unten geschnippt ist, hätte es auch je nachdem, wie die Daten denn die Rosinen weiter rausgepickt werden, genauso schnell nach oben springen können. Und dann wird man zweimal sozusagen, wie du vorhin ja auch darstellst, eingestoppt. Und dann sitzt man auf zwei Verlustpositionen, beziehungsweise wird bei beiden eingestoppt und ausgestoppt. Auch das kann alles passieren. Insofern, wenn du ein klares Szenario hast, genau wie es jetzt hier ist, dann ist es eben da auch eine gewisse Abgeklärtheit, Erfahrenheit, einfach zu sagen, das ist das Setup, das will ich sehen, wenn es nicht kommt, haken, denn der nächste Tag, die neuen Trades, die nächsten Chancen gibt es immer wieder, und da sollte man sich auf jeden Fall hier nicht im Aktionismus verlieren, unbedingt jetzt bei den News oder bei den Event jetzt da zwingend was abzugrasen. Es gibt Leute, die verdienen Geld, aber es gibt noch viel mehr Leute, die verlieren Geld bei solchen Events. Insofern sollte man da wirklich immer ein Stück weit mit Zurückhaltung agieren. Und meine Regel, um es mal hier gleich in den Ether zu schicken, also in der Regel versuche ich, wenn ich einen Trade laufen hatte, und ich hatte heute bis jetzt noch gar keinen Trade abgesetzt, außer meinen Minuten-Shot beim Euro-US-Dollar, den einen oder anderen, aber rein tendenziell richtige Trades sind bei mir 5 Minuten vor den News in der Regel immer geschlossen, egal ob ich da im Gewinn oder Verlust bin. Und in der Regel warte ich dann auch 15 bis 20 Minuten ab. Da wären wir jetzt gleich bei 14,45, wie der Markt sich bis dahin eingependelt hat, um dann eben neue Chancen auszuloten. Aber ich sag mal so, im
5 Minuten vorher, 15, 20 Minuten nachher ist auf jeden Fall eine Zeit, wo ich sage, da halten sich in der Regel auch die Profis raus oder sagen wir die Profi-Trader, um dann eben zu sagen, warten wir mal ab, wie es kommt. Und skizzieren sich dann, genau wie du, Jens, hier in dem Beispiel praktisch ein mögliches Setup, um hier mit einem schönen CRV dann zu agieren. Und dann muss man sehen, ob der Markt einen hier abholt oder nicht. Und wenn nicht, dann wartet man auf den nächsten Tag. Und ganz zu schweigen von der Tatsache, dass das Wochenende vor der Tür steht und dieses Nachspringen eventuell ja unnötige Schmerzen produziert, die man sicherlich übers Wochenende nicht unbedingt mitschleppen möchte. Ja, dann lieber das Wochenende nutzen zum Entspannen und frisch, fromm, fröhlich, frei in die neue Handelswoche einfach am Montag starten. Auch das ist auch schon oft genug passiert. Ach, die jungen, wilden Jahre. Aber was erzähle ich dir, Chris, nicht wahr? Ich glaube, das hat jeder schon erleben müssen. Beziehungsweise es geht natürlich ganz nach der Couleur eines jeden Traders, ne? Wenn man jetzt sieht, okay, der eine, der hat halt seine Swing-Position, weitere Stops und dergleichen, aber ich sag mal, man schläft, je nachdem, was man für einen Trader-Typ halt ist, natürlich beruhigter, wenn das Portfolio am Freitag geklärt ist und man Montag neu durchstarten kann. Bei Swing-Trades und Positions-Trades ist das eine ganz andere Hausnummer, nur da war es sicherlich bei dem einen oder anderen so, der den Brexit-Event sozusagen jetzt dann auch nicht, wie ich sagen, dann mit geschlossenen Positionen erleben wollte, sondern mit gehaltenen. Also der hat sicherlich einige Tode durchleben müssen, sowohl am Donnerstag auf Freitag und Freitag dann auf den kommenden Montag, weil da ging es ja dann direkt weiter. Das war schon ein heißes Eisen, definitiv. Aber das muss jeder mit sich natürlich ausmachen mit seinem eigenen Trading-Charaktertyp, so will ich es mal nennen. Wer den noch nicht raus hat, der sollte einfach in sich horchen bzw. fühlen, was einem liegt. Aber dazu können wir in Zukunft gerne noch mal das ein oder andere Webinar machen, um sozusagen den Trader-Typ mal rauszufiltern. Aber letztlich muss man einfach wissen, was man tut und braucht hier eben einen klaren Plan. Und das, wie du jetzt hier zum Beispiel, wir haben den Screen noch von dir auf dem Schirm, eben so skizzierst, das sind gute Basics, das ist genau das, wo man sagt, daran hangel ich mich lang. Und wenn ich mit einem CRV von 2:1 arbeite, dann reicht mir eben auch eine Trefferquote von deutlich unter 50%, um hier profitabel am Markt zu agieren. Und ja, einfache Mathematik ist das, letztlich kann man da durchaus auch eben profitabel sein. Kurze News übrigens wieder über Twitter gerade eben. Jetzt gibt es ja die ersten Details, noch weitere Details. 126.000 dieser neu geschaffenen Stellen sind im Niedriglohnbereich geschaffen worden. Also das heißt Teilzeitarbeit beispielsweise oder auch Social Assistance, so haben sie es genannt. Ich weiß gar nicht, Social Assistance, kann man das übersetzen? So. Da haben sie sich wieder was Social Assistance halt. Ja. auf jeden Fall, das sagt natürlich dann auch eine ganze Menge aus, wenn 50% der neu geschaffenen Stellen eben von 280.000 tatsächlich dann, ja, also im Niedriglohnsektor eben entstanden sind. Das ist natürlich etwas plump formuliert, aber man muss sich auch mal vor Augen führen, so ein Arbeitsmarktbericht, der soll ja auch eine Auskunft darüber geben, wie stabil läuft ein Arbeitsmarkt, wie solide ist der wirklich. Und Fakt sollte einfach mal sein, dass eine neu geschaffene Stelle im Niedriglohnbereich natürlich nicht das Wirtschaftswachstum induzieren kann, welches du eigentlich brauchst, um zum Beispiel seitens der Fed weitere Zinsanhebungen zu rechtfertigen. Ganz zu schweigen natürlich von der Tatsache, dass wir in 2016 wahrscheinlich sowieso keine mehr zu sehen bekommen. Ich bin hier gerade noch so ein bisschen parallel auf der Suche übrigens und hoffe an der Stelle, dass ich es auch gleich finde, wo jetzt die Spekulationen hingehen seitens der Marktteilnehmer bezüglich der, wie heißt es? Bezüglich der Erwartungshaltung, genau, also wie wir da mit den Wetten uns eben positionieren. Mhm. Könnte mir vorstellen, dass es da einen leichten sogenannten Uptick gegeben hat, also das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir hier dann ja erwarten können einfach, dass die Fed dann vielleicht jetzt doch nicht die Zinssenkung auf den Weg bringt, die ja schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen gemunkelt wurde, aber nichtsdestotrotz, dass dort nicht zwangsläufig die Spekulationen rund um baldige weitere Zinsanhebungen groß angezogen sind. So, und jetzt schaue ich hier nochmal, vielleicht haben wir hier noch ein bisschen was. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, Jens. Ich meine, das mit den Zinsanhebungen, ich meine, erst hieß es, okay, wir müssen abwarten, was bei Brexit kommt, dann kommen jetzt die US-Wahlen im November. Das ist alles eine Geschichte, was natürlich die eigentlichen Aussagen nach der Zinsanhebung vom Dezember, da mutmaßt man ja 4, vielleicht sogar 5 Anhebungen in diesem Handelsjahr 2016. Das war natürlich eine Riesenhausnummer, der US-Dollar ja entsprechend da und woke, aber das kehrte sich eben auch alles ganz schön schnell um und jetzt geht es genau in die Richtung, dass der Markt eben hier die Daten wieder sehr, sehr genau pickt und liest und das in der Erläuterung deinerseits mit der Qualität der Daten sehr, sehr interessant, weil das ist nämlich genau das, was man zwischen den Zeilen lesen sollte. Und ich meine,
Da sage ich nichts Neues. Man glaube nur der Statistik, die man selbst gefälscht hat. Die Amerikaner sind da relativ flexibel, aber machen wir uns nichts vor, unsere Inflationsrate aus der Eurozone, die wird ja auch mehr zusammengeschustert als schlecht als recht. Also das heißt, da wird ja natürlich in Sachen Konjunkturdaten immer viel gefriemelt. Ich lese gerade, Social Assistant ist der Hilfsarbeiter vom Hans, danke an dieser Stelle. Da weißt du jetzt auch Bescheid. Social Assistant okay. hatte ich aber so auch nicht auf der gefunden, Pfanne. Was ich... Nein, definitiv, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe aber jetzt gerade eben hier gefunden, zack, Economy Ads 287.000 Jobs, ja, also sind die neu geschaffenen Stellen, 175.000 erwartet und jetzt hier, das ist das, was ich gerade suchte und was ich heute Morgen auch mal zeige, da gibt es ein super Tool, ich will auch das mal ganz kurz hier drauf holen, kann man sich über Google einfach suchen, beziehungsweise wir können auch sicherlich den Link einstellen, das heißt einfach nur Fat Watch Tool und es gibt dann die verschiedenen Möglichkeiten hier sich anzugucken, wo sind die Wetten gerade seitens der Marktteilnehmer und da geht gleich diese Balken auf, beziehungsweise ich habe sie gerade auch schon, ich habe sie ausgeschnitten gehabt. In der Präsentation habe ich das gezeigt. Klick, also so schaut das aus. Aktuell, es gibt keinerlei Wahrscheinlichkeit, 100% sind wir jetzt derzeit, dass der Zins gleich gehalten wird auf der nächsten Sitzung. Also das ist ja in so Pi mal Daumen 3 Wochen ungefähr. September sind wir jetzt bei 94%, 6% sehen eine Zinsanhebung. 2. November ebenfalls 94%. Das ist übrigens auch keine große Überraschung, dass diese Events hier so zwischen September und Dezember nicht so groß unterschiedlich sind, weil das sind keine sogenannten Live-Events. Also es gibt keine Pressekonferenz mit Janet Yellen und so weiter. Und irgendwie kann ich mich mit dem Gedanken auch nicht anfreunden, dass ohne Pressekonferenz hier eine Zinsanhebung seitens der Fed über den Ticker läuft. Also ich glaube, dafür ist es zu sensibel, das Thema. Hier sieht man, steigen die Wahrscheinlichkeiten jetzt schon, da sind wir bei den 3/4 ungefähr. Also die Zinssenkungen sind alle komplett vom Tisch. Ja, da nach links geht nichts mehr. Kurz zur Erinnerung, das sah so aus. Ja, also das war die Grafik hier und da haben wir gesehen, das war die Zinssenkung von 2,4% für den Juni 2017 war es ja zum Beispiel. Und das hat sich konstant gezogen. Also wenn man diese Balken durchgeklickt hatte, jetzt heute früh noch, da hat man gesehen, da gab es immer die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung. Die sind jetzt alle komplett vom Tisch. Also da sieht kein Marktteilnehmer mehr, dass hier in irgendeiner Weise dort eine Zinssenkung auf den Weg gebracht wird. Aber was wir eben auch erkennen ist, wenn wir zum Beispiel jetzt auf den 14. Juni 2017 klicken, dass mit 2/3 Pi mal Daumen immer noch ein Zinsniveau von eben aktuell 25 bis 50 Basispunkten erwartet wird und keine Zinsanhebung. Also man führt sich das eben vor Augen, Datensatz, der war jetzt nicht so schlecht, aber er war eben auch nicht so phänomenal und die, ich sag mal, globalen Konjunkturrisiken, die sind jetzt auch nicht so klein, so nenne ich sie mal, also auch im Hinblick immer auf China, da redet ja aktuell keiner drüber, aber das heißt nicht, dass es nicht immer noch ein Thema ist, dass das irgendwie rechtfertigen könnte, dass die Fed hier weiter auf eben das den geldpolitischen Gaspedal nimmt. Ne? Das ist eine schöne Formulierung, glaube ich. Genau. Ja, ja und so sieht aktuell eben die Situation aus. Wie gesagt, Daten waren gut, ja? Der nackte Datensatz, aber zwischen den Zeilen, da sollte man besser nicht hinschauen. Das ist nicht ganz so fein. So, ja, da kommt die nächste Squeeze. Also das, was wir jetzt hier übrigens sehen, glaube ich, im DAX, das ist wirklich eine sehr ausgeprägte Short Squeeze. Also die langgezogene Aufwärtsbewegung, die hat damit zu tun, dass da gerade, glaube ich, der ein oder andere wirklich unsanft aus seiner Short-Position, die er aufgebaut hat, eben ausgestoppt wird. Es sieht ganz danach aus, als wenn das jetzt doch noch so einen einigermaßen versöhnlichen Wochenschluss gibt. Also das ist eben hier, kann man sehen, ja, dieser Bruch zurück über die 9.500. Nichtsdestotrotz, ich bin davon weiterhin nicht so wirklich überzeugt. Genauso wenig, wie ich eigentlich letzte Woche davon überzeugt war, ziehen wir mal kurz ein bisschen zusammen, als wir hier diese wirklich starke Gegenbewegung gesehen haben, Richtung 9.800 Punkten. Ich bin im DAX davon noch nicht überzeugt, dass das hier jetzt wirklich erstmal Ruhe einkehrt. Also ich kann mir wirklich weiterhin gut vorstellen, dass das ein ziemlich turbulenter Sommer wird, also ein heißer Sommer wird. Und auch im DAX, dass wir da, wie du schon sagtest, nicht nur nicht die Tiefs gesehen haben, sondern ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir sogar nochmal drunter fallen. Also dass wir hier wirklich nicht nur die 8.700 anlaufen, sondern vielleicht auch nochmal da drunter rutschen und die 9.8 gar nicht zurückerobern können im DAX.
Das wäre ja so fast ein kleines Wunschszenario von mir gewesen, wobei ich sagen muss, ich habe gestern auch eine Analyse geschossen zum DAX jetzt oder nie mit dem möglichen Szenario einer kurzfristigen Gegenbewegung, Erholungsbewegung nochmal hier in den Bereich 9,8, 10, vielleicht nochmal ein schöner Spike nach oben, bevor es dann im August, September nochmal richtig kriselig wird. Das, wie gesagt, muss man letztlich einfach auf sich wirken lassen. Was ich vielleicht nochmal kurz zeigen will, weil du vorhin von dem Spike auch sprachtest oder gesprochen hast hier beim DAX. Ich hole mal kurz den Bildschirm rüber und dann kriegst du ihn gleich wieder. Ich will nur mal kurz die Spanne zeigen. Du hast es ja vorhin auch erwähnt. Also jetzt müsste der Bildschirm da sein, ganz genau. Wir haben hier, wohlbemerkt, in der 24-Stunden-Indikation, da muss man natürlich auch mal ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn man mit Indikatoren arbeitet, meine lieben Zuschauer, da geben Sie lieber Obacht, dass man da hier die 24-Stunden-Indikation ein bisschen ausblendet. Indikatoren sind ja eh mehr oder weniger Preiskrücken, also die einzige Realität, die hier sich abspielt, ist in diesem oberen Fenster, also im Chart selbst, in der Preis-Action. Jeder Indikator leitet sich ja darauf ab, also insofern kann man nicht mehr wissen als der Preis. Aber was ich sagen will, ist hier die Geschichte nach dem starken Aufwärts-Move, den wir hier gesehen haben, dass wir hier die ADR erreicht haben. Die Average Daily Range ist das, die sich hier an der 24-Stunden-Indikation jetzt orientiert und die sagt hier, dass wir im Schnitt 278 Punkte laufen im DAX während der letzten 14 Handelstage und wir sind heute hier, das sind wir vielleicht ein bisschen schlecht, 291 gelaufen, also hier den kleinen Dip drüber und grundsätzlich versöhnlich glaube ich auch, wir sehen hier die heutige Tageskerze, die sieht schon sehr eindrucksvoll aus, aber die Luft ist eigentlich von der durchschnittlichen Range, die wir hier sehen, raus, definitiv. Also wenn die Amerikaner jetzt in knapp 25 Minuten hier dazustoßen, 35 Minuten dazustoßen, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der hier nochmal 100 Punkte drauflegt. Wer weiß, man kann es nicht sagen. Es gibt in 20% der Fälle auch so ein Überschießen, ein relativ deutliches. Aber statistisch gesehen sind wir jetzt im Prinzip heute schon vor dem US-Handel am Daily Range Limit und dahingehend mit Longs ein Stück weit zurückhalten, empfiehlt sich hier durchaus, das Pullback, was du beim Euro-US-Dollar vorhin eingezeichnet hast, kann sich natürlich genauso schön beim DAX jetzt hier vollziehen. Sprich hier Vortageshoch, die Unterstützungszone, dass wir die einfach nochmal anlaufen, um dann immer noch einen positiven Tagesschluss zu haben, beziehungsweise dann sogar wieder in Richtung 9,6 zu laufen. Aber ich bin grundsätzlich, auch wenn ich kurzfristig durch noch ein bisschen was auf der Oberseite sehen könnte, der Meinung, dass wir dieses Jahr wohl doch noch mal tiefer gehen werden. Also mein Wunschszenario, um es an dieser Stelle zu sagen, ist 8.100. Ich will jetzt hier nicht der Dr. Doom sein oder dergleichen, aber da haben wir ja charttechnisch eine glanzvolle, jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir das Big Picture hier oben. Da haben wir den Big Picture Chart, also hier im Monatschartintervall, schauen wir uns das mal an, hoch aus 2000, hoch vor der Finanzmarktkrise, Ausbruch hier 2013 und wenn wir hier in die Region 8.130 zurückkommen würden, also wenn das geschehen würde, da hätten wir ja auch diverse Trendlinien, die sind aber alle nur schräger Natur, deswegen muss man da mal ein Stück vorsichtig sein, aber wir haben hier diesen Horizontalbereich, also ich glaube, wenn der DAX dorthin laufen würde, wäre das die Kaufchance des Jahrzehnts in meinen Augen, um sozusagen dann nochmal an der nächsten schönen Welle nach oben teilzunehmen. Denn grundsätzlich leben wir hier in einer Welt der dynamischen Zahlen und ich glaube, der DAX steht in 5 Jahren eher bei 20.000 als bei 3.000 Punkten. Das ist mal meine Meinung. Aber grundsätzlich, Jens, ich gebe jetzt nochmal den Schirm zurück an dich und fange doch nochmal ein bisschen was ein, was wir jetzt im Nachgang an die Nonforms so haben oder auch in oder Zustimmung aus den USA, was sich da jetzt sozusagen erwarten lässt. Ich gebe es nochmal rüber. Und damit hast du. Ich habe jetzt gerade übrigens, ich habe mir, wir sollten das Webinar auf jeden Fall aufzeichnen, Sehr schön. Entschuldigung, nicht aufzeichnen, sondern hochladen bei YouTube, Ja. denn du wirst mit Sicherheit derjenige welche sein, der in 5 Jahren quotiert ist. Der Herr Kämmerer sagt es bereits am 8.7.2016, DAX bei 20.000 Punkten. Ich will es hoffen, du. Wenn nicht, gibt's, wenn nicht, kriege ich dann einen dicken Ranser oder habe große Probleme am Hals, um Gottes Willen. Das sind natürlich alles orakelte Zahlen, aber grundsätzlich ja, ich muss sagen, da bin ich sehr optimistisch. Aber warten wir mal ab, was kommt. Ich persönlich übrigens auch. Also wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, dann wäre es von mir gekommen. Ich sehe diesen Bereich übrigens auch. Ich habe den schon seit einiger Zeit übrigens auf dem Schirm. Muss sagen, ich bin so ein bisschen überrascht, oder naja, nicht überrascht, doch überrascht, kann man doch sagen, dass wir da noch nicht hingelaufen sind. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass man so post-Brexit eben so in diese Region gelaufen ist. Vielleicht möchte man sagen, haben die DAX-Bullen auch so ein bisschen das Glück gehabt, dass hier nicht China, die Turbulenzen, die wir dort letztes Jahr ab, ja, sagen wir so, Mitte oder Spätsommer aller spätestens dann aus China zu sehen bekommen haben und Brexit zusammengefallen sind. Ich glaube, dann hätten wir richtig Party gehabt am Markt. So hat sich das ja relativ gut verteilt. Aber ich denke auch, also über kurz oder lang so diese Region, glaube ich, für Aktienengagements und
Das ist, glaube ich, ein ganz attraktiver Bereich. Was ja, Jens, was ja interessant ist, du hast dir gerade den US Cash, also US30, Dow Jones jetzt auf der Pfanne oder auch der S&P 500. Ich sag mal, die US-Indizes, die sind ja verdammt robust im Vergleich zu den Europäern. Da machen wir uns mal nichts vor, ne? Absolut. Also das wäre auch genau das gewesen, was ich gerade schon plante zu sagen. Also wir stabilisieren uns ja hier im Bereich der der Allzeithochs im Grunde genommen im Bereich 18.000 Punkte ungefähr. Ich mache mal ganz kurz hier Daily. So, schwupps. Ja, die Frage, die sich natürlich jetzt hier stellt, womit hat das zu tun? Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt Schwierigkeiten damit, irgendwie das fundamental getrieben zu sehen. Also mein persönliches Gefühl ist, dass da eher derzeit in irgendeiner Form, es gibt ja dieses sogenannte Plunge Protection Team, was nach dem Crash 1987 installiert worden ist, dass das da in irgendeiner Weise vielleicht so ein bisschen auch die Kurse hochhält, weil die Situation in den USA ist, glaube ich, aktuell auch aus politischer Sicht, also da kann man ja relativ schnell auch zügig ein großes Bild eben zeichnen, glaube ich, extrem angespannt. Also wenn man sich mal vorstellt, wir haben dort, ich würde mal sagen, einen populistischen Ruck, würde ich das mal nennen, ja, mit Donald Trump, der ja einen unglaublichen Zulauf hat. Es gibt dort ja, ich nenne sie jetzt mal Rassenunruhen, ich weiß gar nicht, ob das politisch korrekt ist, das so zu sagen, aber da sind ja jetzt auch wieder Vorfälle mit Polizisten. Absolut. und Afroamerikanern, die da eben stattfinden. Also da gibt es auch soziale Unruhen. Und das Gefühl, was sich bei mir breit macht, ist einfach, dass das künstlich hochgehalten wird. Weil jetzt stelle man sich mal vor, jetzt würden die Aktienmärkte auch noch crashen. Also die würden jetzt richtig zurückkommen, zum Beispiel durch die Turbulenzen in China in irgendeiner Form oder dergleichen. Und da würde Wohlstand vernichtet werden. Ich glaube, dann hätte man ganz schnell eine sehr, sehr fragile Situation in den USA, die man derzeit sicherlich auch vielleicht gezielt versucht zu vermeiden. Denn ich sag's ganz ehrlich, fundamental kann ich diese Bewegung überhaupt nicht nachvollziehen. Die Fed auf die Bremse bezüglich weiter geldpolitischer Stimuli, also Quantitative Easing ist ausgelaufen, stattdessen reden wir über Zinsanhebungen. Das ist eigentlich ja, wenn man jetzt mal hier sich daran erinnert, das war so dieser Bereich Anfang 2016, und wir sind ja extrem schwach ins Jahr 2016 im Dow Jones gestartet. Das war im Grunde genommen auch das, was man schon fast hat erwarten können. Also ich habe mit einem Berufshändler gesprochen gehabt, das war gegen Ende 2015. Der sagte zu mir, im Großen und Ganzen könnte man eigentlich ganz trivial sagen, sobald die Fed an der Zinsschraube dreht, geht es in Equities runter. Einfach deswegen, weil es zu einer also Reallokation der Portfolios kommt, der einzelnen Portfolio-Manager, die einfach dann sagen, unsere Modelle sind einfach auf Zinsniveaus zwischen 0 und 25 Basispunkte ausgerichtet. Und sobald wir eben hier höhere Zinsniveaus sehen, müssen wir einfach einen ganz bestimmten Teil unserer Equity-Position reduzieren. Und das war dann, also vor diesem Hintergrund dieses Gesprächs, für mich jetzt weniger eine Überraschung, dass wir diesen Drop zu sehen bekommen haben. Aber jetzt diese Rallye zurück und diese Stabilisierung in diesem Bereich ist dann doch überraschend, ehrlich gesagt. Und muss ganz ehrlich sagen, also ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, das eben zu fassen, und die einzige plausible Erklärung dafür ist eben die, dass man wirklich versucht, den Markt da künstlich hochzuhalten. Wobei sich natürlich früher oder später schon die Frage stellt, ja, wie lange kann man das halten auf dem Niveau? Ja, das hat ja schon fast so einen Charakter vielleicht wie die SNB oder dergleichen. Und früher oder später zeigt auch hier der Markt, dass er halt größer ist, und dann, dann bin ich mal gespannt. Also dann hilf uns Gott, ist vielleicht jetzt ein bisschen apokalyptisch formuliert, aber dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das nicht nur in Aktienmärkten, sondern auch aus politischer Sicht eventuell ziemlich zügig turbulenter wird eben entsprechend am Markt. Ich glaube, Jens, ganz genau. Ich glaube, das werden wir sicherlich beleuchten, vielleicht sogar oder mit Sicherheit zusammen, wenn das passt. Was ich gerade gesehen habe, ist, dass Euro mal eben so in 2-Minuten-Kerzen 60 Pips nach oben geschnippt ist. Also das Szenario im Sinne eines Pullbacks an das Vortagestief und auch in das Trigger-Level ist hier mit Vortrefflichkeit erfüllt worden. Jetzt sieht man nämlich genau dann, also das ist technisch jetzt eben das Setup als solches jetzt auch aufgegangen. Ein hervorragender Spike nach oben, jetzt die Amerikaner, wie gesagt, in 27 Minuten oder 26, um genau zu sein, dann on air. Aber jetzt im Vorfeld wurden die Nachrichten hier schon mal komplett relativiert. Also alle Positionen, die jetzt dann aufgerissen wurden mit dem News Flow, man sieht es an den zwei Kerzen, ja, es sind komplett wieder relativiert. Also wir sind im Prinzip wieder auf dem Status quo, sind aber jetzt noch
über der 1,10. Insofern jetzt mal ganz interessant, ob der jetzt das Vortagestief bzw. hier die Range, die untere, die du da eingezeichnet hast, die Asia-Range, das Low im Prinzip vor den Non-Farms, ob das jetzt nochmal nach oben gerissen wird oder nicht. Aber der Spike zurück ist jetzt eigentlich genau das Setup, sehr schön skizziert, Jens. Also jetzt bin ich mal gespannt, ob er denn doch nochmal die 1,10 von unten oder von oben nach unten durchschlägt. Es scheint so kommen zu können, wie ich das sehe. Ja, ich bin jetzt allerdings ein bisschen irritiert. Ich stelle mir nämlich gerade die Frage, wo der Spike wohl herkommt und lese jetzt gerade, dass wohl der Internationale Währungsfonds, also der IWF, dass der wohl die Eurozone, obwohl der hat nur das Growth gedowngraded, also die Wachstumsaussichten, das ist keine so große Überraschung. Ich dachte, das wäre ein Downgrade gewesen, vielleicht von Bonds in irgendeiner Form, also das heißt, dass man einfach die Bonität dieser runterstuft und das bedeutet natürlich dann immer, dass die Zinsen kurzzeitig hoch spiken und das kann dann, wenn man sich überlegt, dass wir ja in den Null- und Niedrig-Negativzinsbereich gefallen sind, kurzzeitig mal einen Kapitalrückfluss eben in den Euro nach sich ziehen, aber das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen weit gegriffen. Also Fakt ist auf jeden Fall, wenn jetzt, und das ist auch eine Herangehensweise, da bin ich dann auch jetzt zum Beispiel ganz besonders zum Wochenschluss extrem aggressiv, sobald hier der Markt jetzt ausgehend von diesem Trigger-Niveau um die 62, 29 Pips läuft, also das bedeutet, sobald wir hier in den Bereich um 1,1030 zurücksetzen, ich markiere das mal mit schwarz, das wäre dann hier so ungefähr, dieser Bereich, oder mit rot, ja, sobald wir hier in diesen Bereich fallen, wäre es zum Beispiel für mich absolut legitim wohl, dass wir den Stop auf Break-Even nachziehen. Also das heißt, den Stop hier nach unten dann entsprechend anpassen, einfach dann, weil der Markt das Risiko verdient hat. Das bedeutet also, jetzt wo der Stop, und auch da markiere ich mal ganz kurz jetzt hier das hoch, also der Stop, der sitzt ja, zack, jetzt hier oben. Ja, und sobald wir hier halt hier diese rotfarbene Linie jetzt anlaufen, würde mein Stop eben genau auf dieses Niveau nachwandern. Allerdings müssen wir dafür erstmal hier diese eben entsprechend anlaufen. Vielleicht macht das nicht viel Sinn, mit zwei roten Linien und dann von der roten Linie zu sprechen. Also machen wir die mal purple. So, also wenn wir die lilafarbene Linie anlaufen, ja, dann die rote Linie hier auf Break-Even nachgezogen. Und dann einfach mal schauen und ich glaube, Take-Profit-Level auf dem Niveau um 1,10 ist, glaube ich, ganz fein. Und wie gesagt, CRV von besser als 2:1 ist, glaube ich, nicht schlecht. Nee, ganz genau. Und du hast ja auch recht mit der 1,10. Du hast es also vorhin auch gesagt, im Optionsmarkt bzw. die runden Hausnummern, das sind einfach Levels, wo der Markt immer wieder durchschnauft bzw. einige Positionen gegeben werden und da einfach immer wieder Transaktionen stattfinden. Und 1,10 ist für Euro-Estal auf jeden Fall ein interessantes Level. Aber ich bin mal gespannt. Wie gesagt, jetzt im Vorfeld des US-Openings versucht er sich hier nochmal schön am Comeback, aber es ist wirklich auch beim Goldpreis selber die Bewegung nahezu komplett relativiert wieder. Also die Ranges wurden hier weitestgehend ausgeschöpft. Das ist natürlich dann eigentlich immer für einen, der dann bei so einem Event mit einem richtigen Momentumschub rechnet, natürlich immer ein Stück weit ernüchternd, weil wir haben natürlich einen schönen Spike gesehen. Der hat sich dann ausgependelt und jetzt aktuell komplett relativiert. Das ist natürlich ein Stück weit schade. Aber wenn er jetzt weiter nach oben läuft, ich habe auch im Chat gerade gelesen, 1,11 wäre eine Marke, die hier der Fred sieht. Der Fred sieht so rum. Im Bereich 1,11. Ob das eine Möglichkeit wäre, er sieht die Möglichkeit auf jeden Fall kommen. Was meinst du, 1,11, Jens? 1,11. Ich bin übrigens gerade bei den Optionen jetzt schon mal im Suchen. Ich hole mal ganz kurz hier noch gleich was drauf. Das finde ich ganz spannend. 1,11. So, kurz noch einen Blick. 1,11, Stunde. Das wäre dieses, ich nenne es mal Prä-NFP, dieser Prä-NFP-Bereich. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wenn der jetzt da keinen Halt machen sollte, sondern weiter aufwärts marschiert, dass wir in der Tat dann hier in diesem Bereich auch nicht nur zurücklaufen, vielleicht sogar hochnehmen, rausnehmen, diese Hochs. Also was wir halt sehen ist, jetzt so ein bisschen eine Kombination aus diesem Szenario hier, ja, im Bereich der Erwartung ausgegeben werden und eine deutliche Überzeugung dieser Daten. Also diese Slides, die sind immer nur eine Orientierung, also ganz besonders tatsächlich für mich, also ich mache die natürlich auch gerne für diejenigen, die mir folgen und das lesen, ja, aber nichtsdestotrotz, also ich versuche vorher mir ein ganz genaues Szenario auch einzuzeichnen, einfach um mit der Gesamtsituation dann nicht überfordert zu sein, sondern genau zu wissen, was ich wann wie erwarte und wenn es erfüllt wird, dann gehe ich von da den nächsten Schritt. Wenn ich das nicht erfüllt sehe, stelle ich mir natürlich die Frage, warum es nicht so ist, aber dann
habe ich nicht das, also da bin ich komplett sowieso raus aus dem Markt. Also da muss ich nicht in irgendeiner Form mich positionieren oder dergleichen. Ich habe das mal so versucht auch zu erklären. Also ich bin tatsächlich auch so ein Mensch, der das dann auch diverse Male durcharbeiten muss. Also das ist so ein dieses Durchleben ist so ein Erreichen so einer unbewussten Kompetenz, sag ich mal. Ja, das ist also wie Autofahren. Desto öfter du es machst, desto mehr geht es dir halt in Fleisch und Blut über. Und der Markt insgesamt, also egal welchen Markt man handelt, Trading generell, ist natürlich etwas, was für die menschliche Psyche unglaublich schwierig umsetzbar ist. Ich glaube, mental hat jeder irgendwie. Und das hat auch damit zu tun, dass es einfach so unsicher ist. Und diese Unsicherheit kann man so ein bisschen in den Griff bekommen, also erfahrungsgemäß, zumindest meiner Erfahrung nach, wenn man sich versucht, eben hier vorher ein Szenario zurechtzulegen und die Welt im Grunde genommen dann so auszumalen. Und damit kommt man, also komme ich zumindest relativ gut klar. Und deswegen mache ich diese Szenarientableaus, bin aber trotzdem in der Lage, natürlich diese immer so ein bisschen anzupassen. Und so, was wir jetzt hier sehen, ist so ein bisschen eine Kombination in meinen Augen. Einmal aus diesem Szenario, wo eigentlich nicht die Erwartung erfüllt ist, sondern wir lagen über der Erwartung. Aber ich habe hier ja geschrieben, Abhängigkeit vom Revisionsfaktor, der spielt jetzt oder der beginnt ganz offensichtlich eine Rolle zu spielen. Also Revisionsfaktor, die Daten aus dem Mai nochmal, sind auf diesem gleichen Niveau verharrt. Das heißt, es gab im Mai katastrophal schlechte Non-Farm Payrolls. Ja. Das heißt, neu geschaffene Stellen lagen, ich glaube sogar unter 50.000. Und ich hatte das ja mal gesagt gehabt, es gibt so eine Daumenregel, dass die konsequent eigentlich, glaube ich, davon ausgehen, 50.000 Stellen sowieso neu zu schaffen, was im Umkehrschluss heißt, wenn die nur mit 50.000 ausgegeben werden, dann sind eigentlich 0 Stellen geschaffen worden. Jens, waren zuletzt 38. Ja, also dann sind sogar im Grunde genommen 12.000 Jobs eigentlich verloren gegangen. Mhm. Und wie gesagt, das ist nicht revidiert worden. Also das ist auf diesem Niveau verharrt. Das heißt also, das ist durchwachsen genug, dann diese Geschichte mit den Durchschnittslöhnen und so weiter. Das ist jetzt also ganz offensichtlich in der Lage, dann tatsächlich dieses hier auf den Weg zu bringen, wo ich schrieb, es ist für den Euro-US-Dollar eigentlich eher neutral. Es gibt so eine Art Stop-Phishing. Und jetzt achte mal drauf. Ich meine, diesen Stop, ja, da sieht man auch, das wird nicht. Ja? Also das wird langsam eng. Wir sind hier tatsächlich unten rausgelaufen und auf 5-Minuten-Basis sieht man das nicht, aber auf die Stunde wunderbar. Wir haben alte Tiefs hier rausgenommen. Ja? Das ist so dieses klassische sogenannte Stop-Phishing. Und jetzt laufen wir genau auf das Niveau zurück, wo wir ausgegeben worden sind. Also wir sind jetzt genau in dieser Kerze, haben die Non-Farm Payrolls veröffentlicht worden und genau da handeln wir jetzt im Grunde genommen wieder. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, sicherlich, und das wäre dann dieser Spike über die 1.11, auch da vielleicht die Stops kurz rauszunehmen und dann wieder zurückzulaufen. Wobei, ja, schauen wir mal. Also aktuell, wenn man sich das Momentum anguckt, ist die Chance relativ hoch, aber ich bin noch nicht so wirklich überzeugt davon. Also ich sehe noch nicht, weswegen jetzt hier der Euro plötzlich eine riesengroße Rallye auf den Weg bringen sollte. Im Grunde genommen jetzt, das Setup ist, also muss ich sogar sagen, wirklich vollkommen schlüssig, Pullback an die Tiefs, ans Vortagestief ja auch noch, dass er sich da jetzt so ein bisschen auspendeln muss, völlig klar. Ich meine, wenn er nach oben rausgeht, what the hell, es ist ein Trade von Tausenden im Jahr und ich meine, das Setup war schlüssig, ist schlüssig und wie gesagt, den Spielraum hast du dem Trade ja auch eingeräumt und jetzt sehen wir hier so einen kleinen Shootingstar, wenn die Kerze jetzt enden würde, also so richtig überzeugend ist es in der Tat noch nicht und was aber Fakt ist, es gab einen kleinen Fishing-Out nach unten und das ist natürlich das, wo man auch immer vorsichtig sein muss, wenn man eben zu News-Positionen hält und die Stops eben dann relativ eng setzt, weil da kann man mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass die abgeschöpft werden. Ich lese gerade noch, Jens, und dann müssten wir so langsam für unsere heutige Info zum Ende kommen, aber ein Blick aufs Gold. Hast du Gold bei dir auf der Pfanne? Gold habe ich auf der Pfanne. So schade. Ich bereite diese Grafik nach. Ich werde, ja, auf jeden Fall, also das ist kein Problem, die habe ich hier. Ich habe nämlich auch gerade schon auf die Uhr geschaut. Übrigens, ist ja auch der Spot-Gold-Preis übrigens, ne? Das ist genauso, weil du es heute Morgen auch im Morning-Meeting hattest, der Spot-Preis, also XAU-USD ist tatsächlich auch an den Liquiditätspool angeschlossene Währung, also Gold in US-Dollar praktisch, also es ist jetzt hier nicht der CFD, sondern es ist hier tatsächlich der XAU oder auch für Silber dann XAC, USD, also auch hier werden die Orders in den Liquiditätspool an 20 plus Banken geroutet und jeweils der beste Bid und Ask gesucht und das ist auf jeden Fall hervorragend. Goldpreis generell sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Ich muss ja sagen, ich bin schon seit vielen Jahren Goldpreis-Anhänger und die Korrektur der letzten, ich sag's mal, 4-5 Jahre kam mir eigentlich ganz recht. Grundsätzlich finde ich Gold nach wie vor spannend und das sieht ja jetzt auch mal gar nicht so unkonstruktiv aus, wenngleich Gold natürlich sehr, sehr gut gelaufen ist seit Anfang Januar. Ja, absolut. Und auch Dito mit Gold-Fan
Ja, ich bin spätestens da Golf-Fan geworden, als, als mein Vater mich davon überzeugt hat. Nee, Moment, das ist die falsche Reihenfolge. Also, das ist eine ganz lustige Anekdote. Es ist so gewesen, dass mein Vater mich um 1800 Punkte, US-Dollar pro Feinunze fragte: Junge, was sagst du denn zu Gold? Und ich wusste in dem Moment, der hat das irgendwo aus den Medien aufgeschnappt, der hat oder beim Zahnarzt gesessen und hat irgendwie einen Prospekt geblendet. Ich wusste genau, von da geht es erstmal richtig, richtig ja. satt abwärts. Ja, heftig, ja. Und als er mir dann erzählte, dass er meiner Mutter zum Hochzeitstag so einen kleinen Goldbarren geschenkt hat und sagte, ach Junge, den kann man doch auch hinlegen und auch wenn der Wert verliert, Liebe rostet nicht und bla bla bla, also die ganzen romantischen Sprüche und so. Und dann anfing nach kurzer Zeit richtig an rumzumotzen, ja, dass der Goldpreis ja immer weiterfällt und dann auch die Liebe, naja, nicht rostete, aber zumindest meine Mutter so ab und an beim Mittagessen so etwas Zähneknirschen auf diesen Goldbarren schaute, da dachte ich mir so, jetzt ist wahrscheinlich wieder eine gute Chance, Gold zu kaufen. Und da wurde ich dann auch zum Goldfan. Ja. Das nur so am Rande. Der Euro übrigens die 1,11 geknackt, hat jetzt auch seine Average Daily Range auch geknackt, komplett abgearbeitet, genauso wie beim DAX, der hat jetzt auch seine 277 Punkte, ja wie gesagt, absolviert und kippt jetzt nach unten zurück. Das sieht wirklich interessant aus. Aber wir besprechen noch kurz den Goldpreis, das sind wir auf jeden Fall unseren Zuschauern noch schuldig und dann, wie gesagt, geht es in der nächsten Woche, ich denke, ich oder auch der Jens wird dann speziell in der nächsten Woche dann direkt nochmal hier den Euro nochmal speziell im Morning Meeting hier auf die Agenda setzen und natürlich eh besprechen, genau wie den DAX, aber die Ranges, wie gesagt, das kann man an der Stelle jetzt sagen, beim DAX und beim Euro-US-Dollar sind jetzt per se abgearbeitet. Jetzt kommt in einer Viertelstunde, 14 Minuten der amerikanische Handel dazu, also so rein europäisch gesehen ist das jetzt eigentlich alles gelaufen. Die Amerikaner holen jetzt sicherlich was nach, ob jetzt hier zum Freitag vor dem Wochenende, vor den ganzen geisterlichen, spooky-technischen Unsicherheiten, da jetzt noch die große Action stattfindet. Wir werden es sehen. Ich warte jetzt erstmal ab. Aber Gold zieht auf jeden Fall schön raus, hat aber auch die Range schon geknackt mit knapp 30 Dollar heute. Auf jeden Fall eine Hausnummer. Aber Jens, you have it. Ja, 1300 würde ich mal sagen, ist so ein Schlüssellevel, ein schönes Level. Hier der Bereich um die grünfarbene Linie. Rücksetzer gegen das Niveau kann man, glaube ich, immer noch legitim long handeln. Stop ist dann schon relativ weit. Ich meine, das ist ja so diese Brexit-Geschichte, diese Brexit-Übertreibung. Ja. 50 US-Dollar pro Feinunze, wenn man hier mit dem Stop in dem Bereich arbeitet, man kann sicherlich auch weiterarbeiten, hier mit dem Bereich 1195 für längerfristige Positionen. Ja, und welchen Bereich können wir dann ins Visier nehmen? Sicherlich, also wir laufen jetzt hier in den starken Widerstandsbereich um 1400 bereits, also da wird Chance-Risiko-Verhältnis technisch sicherlich schon so ein bisschen enger. Aber, ich sag mal, da ist noch einiges an Potenzial, wenn wir diese Niveaus dann um 1400 rausnehmen. Also das sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Und 1430, 1490 US-Dollar pro Feinunze. Wir müssen uns, glaube ich, immer vor Augen führen, Gold hat sicherlich auch sehr stark gelitten, dank eben dieser US-Dollar-Aufwertung in den letzten Jahren. Und alles, was man im Grunde genommen US-Dollar-bärisch diskutiert, ist auf der Kehrseite eigentlich folgerichtig Gold-Bullish. Und deswegen auch nicht unbedingt unrealistisch, dass wir vielleicht diese, wenn jetzt auch im Moment relativ groß anmutende Bewegung vor dem Hintergrund, dass wir ja hier aus diesem Bereich um 1000 ungefähr kommen und in diesem Jahr ja schon nahezu 30% gelaufen sind in Gold, dass wir da trotzdem nochmal so 10-15% vielleicht sogar oben drauf packen zum Jahresende. Das will ich auf jeden Fall nicht ausschließen, Jens. Also definitiv, das ist hier eine Situation, die, ja, also im Worst Case, also das wäre jetzt wirklich das Bitterlichste, wenn Gold hier die 1200 nochmal nach unten nimmt. Dann muss man sagen, dann wird es ein bisschen kritisch für alle Bullen. Hast du ja, sag ich mal, unter Swing oder, sagen wir mal, schon Positionsgesichtspunkten schön dargestellt. Das ist auf jeden Fall eine Marke, da sollte Gold jetzt tunlichst nicht mehr drunter fallen, eher noch gar nicht mal unter die 1300, wie du da das ja mal hier ermittelt hast, ist schon mal perfekt. Aber ich habe noch eine Frage und dann können wir das so langsam eigentlich mal finalisieren, aber hallo zusammen, der Ottmar fragt, wie kommt man denn in das Morning Meeting? Jens, zeigst du ihm das, da kommt man gar nicht rein, da muss man eigentlich nur auf der richtigen Website sein, beziehungsweise auf unserem Guidance Desk und wenn du das nochmal kurz zeigst, Jens, dann haben wir es im Prinzip sehr, sehr gut verpackt und dann, wie gesagt, mit den Optionen, da bereitest du auf jeden Fall für nächste Woche mal eine Grafik vor, das ist sicherlich sehr, sehr interessant und da können sich dann auch bei den Morning Meetings eben um solche Informationen oder auf solche Informationen freuen, die denn da so auf sie einprasseln. Neben Jens seinem Desktop, den wir jetzt hier sehen, haben wir dann natürlich unseren Guidance-Desktop von JFD, wo dann der Livestream sozusagen ist, bei dem Zuschauer. Im Nachgang können Sie es auf YouTube sowieso sehen, aber live gibt es das eben Viva Procast. Jens zeigt es gerade. You have it. Also Dashboard, Partner, JFD und dann gibt es das Morning Meeting hier oben.
plopp, dort. Plus die Möglichkeit, und das ist, glaube ich, auch eine ganz feine Sache, weil mit Livestream immer so schwierig, mit so einer separaten Chatbox. Und nochmal, also es gibt ja Chatbox, die man hat, aber die sehen alle so ein bisschen komisch aus. Ja? Also schön sind die nicht, aber hier unten gibt es eine wunderschöne. Und da gibt es dann auch entsprechend die Möglichkeit, eben Fragen zu stellen, aber nicht nur für mich. Also das sind ja auch hier, da finden ja auch zum Beispiel deine Webinare statt oder hier die von Bernd, wo man dann entsprechend Fragen stellen kann und wo man die Möglichkeit sicherlich auch nutzen sollte, gerne diese Fragen zu stellen, einfach weil dann eine relativ schöne Interaktion miteinander einfach dann ja, zustande kommt. Absolut. Also wie gesagt, das war sehr verständlich. Dann oben am besten hier auch in die Favoritenliste abspeichern oder wie auch immer, aber über die Suche bei Guidance kommen Sie da auf jeden Fall drauf und dann da, wo jetzt JFD offline zu stehen oder wo man das offline lesen kann, da haben Sie dann die Möglichkeit, genau den Livestream zu verfolgen. Einfach Headset oder Lautsprecher aufdrehen und dann hören Sie den Jens morgendlich um 10.30 Uhr zwischengeschaltet den Bernd Senkowski und mittelfristig mich dann auch wieder auf dem JFD Desktop, damit wir hier die Frequenz ein Stück weit hochhalten und sozusagen hier den Livestream-Channel auch ordentlich nutzen. Jens, ich sage auf jeden Fall danke für die Zeit, die du jetzt hier auf jeden Fall schon mal angeboten hast, die wir jetzt hier zusammen verbringen konnten. Ich denke, die News, ich denke auch die Bewertungen über die Non-Farm-Payrolls hinweg waren hier sehr, sehr interessant, aufschlussreich, hoffe ich, für den einen oder anderen. Ich habe bislang positives Feedback durch die Reihe hier zu stehen. Vielen Dank an Sie beide. Schönes Wochenende. Hat Spaß gemacht. Das nächste Mal wieder. Vielen Dank. Also ich muss sagen, vielen, vielen Dank auch an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben und nicht jetzt am Baggersee oder an den Malediven liegen. Wobei das heutzutage mit dem World Wide Web ja auch alles ohne Probleme geht. Dennoch vielen Dank auch, dass Sie dabei waren und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie uns mal testen bei JFD Brokers im Sinne dessen, was es mit Transparenz auf sich hat, beziehungsweise wie faire Ausführungen sind, ohne gegen den Hundeln, gegen den Kunden zu handeln und sich daran zu ergötzen und zu profitieren. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Statement. Jens, wie gesagt, danke an dieser Stelle nochmal für dein heutiges Dabeisein. Ich wünsche dir oben hoch in den Norden aus dem Münchner Raum auch viel Sonne, viel Spaß mit der Familie, du deutest es ja schon an, Kopf frei kriegen, am Wochenende abschalten, viel Spaß mit der jungen Familie auf jeden Fall an dieser Stelle und ich würde mich freuen, wenn wir das in Bälde wiederholen. Ja, ich halte es kurz, ich sage einfach Dito. Nein, ich sage auch vielen Dank natürlich, das ist viel höflicher und hat riesen Spaß gemacht. Also in Zukunft sehr, sehr gerne wieder, auf jeden Fall. Super, hat mich gefreut. Liebe Zuschauer, auch an Sie dann nochmal ein schönes Wochenende auf jeden Fall und bis bald, will ich hoffen. In dem Sinne, genieße die Sonne und passen Sie auf, dass Sie keinen Sonnenbrand kriegen. Bis dahin, ich sage Tschüss. Jens hat schon Tschüss gesagt. Also auf bald und wir sind raus.